Das hätten sie nie geahnt. Aber es gibt eine geheime Seite in jedem Steinbruch. Wenn die Sonne untergeht und die Mitarbeiter den Steinbruch verlassen, wenn sich die Tore schließen und der Betrieb still und ruhig wird, dann geben die Steinbrüche denen ihre Geheimnisse preis, die wissen, worauf man achten muss. Willkommen bei Die geheime Seite der Steinbrüche. Bevor Rohgestein verarbeitet werden kann, muss es der Bruchwand entnommen werden. Vor Jahrhunderten wurde diese Kathedrale gebaut. Steinmetze holten unzählige Tonnen von Gestein aus der Erde. Jeder einzelne Brocken wurde von Hand bewegt, transportiert, gebrochen, platziert und behauen, damit er seinen Platz fand. Heute können wir dank unserer starken Maschinen und etwas Zauberei unserer Branche in einem gewöhnlichen Steinbruch genug Gestein abbauen, um jeden Monat solch ein Bauwerk zu errichten. Doch wie funktioniert das? Das ist das Geheimnis der Gesteinsverladung. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gestein aus dem Verbund zu lösen. Reißen oder sprengen. Reißen geht relativ leise vonstatten und funktioniert überall dort gut, wo Sprengarbeiten zu laut, zu riskant oder zu teuer sind. Doch einzelne Schichten aus dem Boden zu lösen, ist viel langsamer als das Sprengen von mehreren tausend Tonnen in einem Rutsch. Entsprechend ist die Produktivität beim Aufreißen geringer. In den meisten Steinbrüchen wird gesprengt, da es sehr viel schneller und kostengünstiger als das Reißen ist. Allerdings sind Sprengarbeiten bei den Nachbarn nicht immer beliebt. Sprengstoff kostet außerdem Geld, muss beschafft werden, ist mit viel Bürokratie verbunden und birgt Risiken im Umgang. Dann ist da noch die Frage der richtigen Menge. Zu viel Wumms könnte den Gewinn und das hochwertige Rohgestein zerstören. Zu wenig Sprengkraft dagegen wirft uns einen Haufen riesiger Brocken vor die Füße, die sich nur schwierig verladen, bewegen und praktisch unmöglich ohne vorherige Zerkleinerung brechen lassen. All das kostet Geld und Zeit. Bei korrekter Ausführung bereiten Sprengarbeiten hingegen den Weg für eine hohe Produktion und weckt die Giganten aus dem Schlaf, die endlich das passende Futter für ihre riesigen Mäuler und Mägen bekommen. Denn im Herzen eines jeden Steinbruchs lauert eine noch größere Bestie, die immer hungrig ist. Der Brecher bildet nicht nur das Herz des Steinbruchs, sondern auch das Herz der Produktion, der Leistung und der Kosten pro Tonne. Zu viel Futter für den Brecher führt zu Wartezeiten und verschwendet Geld und Kraftstoff. Zu wenig Futter dagegen schmälert Produktion und Profit. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass das wahre Geheimnis der Gesteinsverladung darin liegt, beim Brecher zu beginnen und sich dann rückwärts zu bewegen. Wie lässt sich der hungrige Brecher am besten füttern? Womit lassen sich die unzähligen Muldenkipper mit den Mengen an Gestein beladen, die der Brecher benötigt? Macht der Radlader das Rennen oder doch der Bagger? Wir werden sehen. Bei gutem Wetter und optimaler Umgebung hat der Radlader immer die Nase vorn. Auf ebenem Grund ist er auf ganzer Linie unschlagbar schnell und glänzt durch optimale Mobilität. Außerdem beißt er die größten Bissen ab. Radlader halten die Ladestelle sauber und können sich mühelos von Abbauwand zu Abbauwand zu Abbauwand bewegen.
Tatsächlich kann der Radlader bei passenden Bedingungen und wechselnden Ladestellen die Transportfahrzeuge schneller beladen als jede andere Maschine. Unter den richtigen Umständen kann er das Material sogar direkt in den Brecher kippen. Doch unebenes Gelände und beengte Platzverhältnisse machen dem Radlader zu schaffen. Hier glänzt der Kettenbagger. Beweglichkeit, Standfestigkeit und die längste Ausrüstung unter allen Maschinen sind seine Trümpfe auf rauen, instabilen Untergründen. Ketten wie bei einem Panzer und die 360-Grad-Bewegung helfen dem Bagger, überall festen Stand zu finden und in jede beliebige Richtung zu arbeiten. Der Bagger fühlt sich auf einer erhöhten Standebene besonders wohl. Mobilität und Geschwindigkeit fallen zugunsten von Reichweite, Beweglichkeit und Standfestigkeit geringer aus. Wenn es vor allem auf Tempo ankommt, die Ladestelle eben ist, die Sohlen breit sind und überall freie Fahrt herrscht, brauchen wir den Biss und die Geschwindigkeit des Radladers. Doch in beengten Bereichen, bei schwer erreichbaren Sohlen, bei besonders großen Felsen und bei unebenen Ladestellen brauchen wir die lange Ausrüstung und die Reißkraft des Baggers. Klingt sehr einfach, ist es aber nicht. Die Maschinenauswahl endet nicht an der Abbauwand. Wir müssen auch die Transportfahrzeuge berücksichtigen, denn diese müssen nicht nur den Brecher versorgen, sondern auch die abgebaute Menge aufnehmen können. Es wäre nicht sinnvoll, einen Radlader mit einer Leistung von 600 Tonnen pro Stunde für einen Muldenkipper mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Stunde einzusetzen. Wir müssen an die Fahrer denken, denn selbst die modernste Lademaschine kann noch nicht ohne einen Menschen arbeiten. Wie viele Fahrer gibt es? Wie sind die Kosten? Welche Kenntnis ist vorhanden? Und wir müssen abwägen, ob wir mehrere kleine Maschinen mit entsprechend höheren Maschinen- und Fahrerkosten oder wenige große Geräte mit dem Risiko einer verringerten Produktionsleistung bei Maschinenausfall nutzen. Unabhängig von der Flotte, die Geräteauswahl muss zum Brechertyp und der Brecherleistung passen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob wir überhaupt neue Maschinen benötigen. Gebrauchte und general überholte Maschinen sollten wir ebenfalls berücksichtigen. Dabei müssen die Kosten für einen neuen Radlader oder Kettenbagger verglichen werden. Manchmal lässt sich auch die Rohmaterialverladung mit den Maschinen erledigen, die wir für den Abraum verwenden können. Schlussendlich, neue Maschinen oder nicht, egal wie groß Schaufel oder Löffel sind. Viel wichtiger ist die Wahl des korrekten Verschleißschutzes und die richtigen bodenberührenden Teile. Dinosaurier oder Bagger? Die Zähne machen's. Bei Schneidwerkzeugen ist es ebenso. Form, Größe und Schärfe wirken sich enorm auf die Maschinenleistung aus. Längere, schlanke Zahnspitzen sind perfekt, wenn schwer lösbare Materialien bearbeitet werden. Breitere, dickere Spitzen eignen sich besser für sehr abrasive Materialien. Auch der Verschleiß spielt eine Rolle. Stumpfe Zahnspitzen bei sehr hartem Untergrund bedeuten schweres Eindringen beim Lösen des Materials. Das führt zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und reduzierter Produktivität. Tatsächlich kann die perfekte Wahl des passenden Schneidwerkzeugs und der rechtzeitige Ersatz den Unterschied zwischen profitablem Betrieb und hohen Betriebskosten ausmachen. Wenn das Geheimnis einer produktiven Gesteinsverladung die Wahl der perfekten Maschine ist, dann ist das Geheimnis für die bestmögliche Nutzung der Maschine der Mensch, der sie bedient. Korrekte Rohmaterialverladung wirkt wie eine Choreografie. Die beiden Tanzpartner umkreisen einander, arbeiten vorausschauend, gehen auf den anderen ein, bleiben stets im Takt und immer synchron. Thank you.
Größere Tanzpartner müssen das Beste aus ihrer Reichweite machen, kleinere Tänzer das Timing beachten. Es kommt auf jede Bewegung, jeden Augenblick an. Im Laufe eines Jahres führt der perfekte Tanz zu erheblichen Einsparungen. Bemerkenswert, dass wir eine solche Koordination und Kooperation heute ohne Fahrer in der Kabine erreichen können. Das haben wir der Fernsteuertechnik zu verdanken. Damit können erfahrene Fahrer die Maschinen vom anderen Ende der Welt in absoluter Sicherheit und Ruhe steuern. Ob aus der Ferne oder vor Ort, im Takt oder nicht, die wesentliche Frage bei der Materialverladung ist die nach der tatsächlich geförderten Menge. Eine zu hohe Last überansprucht alle Komponenten eines Transportfahrzeugs, was letztendlich zu einem schnelleren Verschleiß und somit höheren Kosten oder gar Ausfällen führt. Doch auch eine zu geringe Ausladung macht uns einen Strich durch die Rechnung, denn wir benötigen mehr Takte, die Zeit und Geld kosten und den Kraftstoff- und CO2-Verbrauch erhöhen. Die Lösung liegt in einer cleveren Herangehensweise. Viele moderne Maschinen verfügen über Nutzlastsensoren, sodass wir genau wissen, wann die Mulde voll beladen ist. Es mag seltsam erscheinen, aber trotz der gewaltigen Massen und des geschäftigen Treibens gibt es an diesem Ort Augenblicke einer geradezu surrealen Ruhe. Wenn der Brecher weit entfernt ist und zu wenig Muldenkipper bereitstehen, haben Lademaschinen Pause. Sie warten geduldig auf den nächsten Einsatz. Doch viele Fahrer zwingen ihre Maschinen, wach zu bleiben und weiter Kraftstoff zu verbrennen, wodurch sich Lebensdauer, Wert und Effizienz reduzieren. Aber mit wenigen Sensoren und Schnittstellen können wir uns über den Zustand aller Maschinen im Steinbruch informieren, vergeudete Zeit und Mühe minimieren und so die Kosten pro Tonne optimieren. Wir wissen jetzt, wie das Gestein aus dem Boden kommt. Aber wie wird aus dem gelösten Rohstein mehr als nur ein Rohstoff? Dazu müssen wir uns mit den Geheimnissen des Materialtransports beschäftigen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.